Alter, das ist jetzt original mal so die asozialste Frage, die du einem stellen kannst aus dem Stehgreif, muss ich jetzt mal sagen. Damals. Compton, crazy motherfucker named Ice Cube. Das ist ein Arsch. Und dann habe ich erstmal einfach gemerkt, wie so Blut fliegt, ja. Der Rap Riddler trägt ein grünes Shirt. Da hinten an der Bar chillte diese süße Girl. Oh. Denn sie hat ständig Kummer. Ich mach alles wieder gut, krieg ich deine Handy nochmal. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Rap Riddler Interview. Wir haben heute einen richtig freshen Rapper am Start. Tatwaffe. Er ist schon sehr, sehr lange im Game unterwegs. Ich würde sogar sagen, er hat die deutsche Hip-Hop-Szene mit aufgebaut. Ein Pionier praktisch. Ich habe viele Fragen mitgebracht, ich bin neugierig und erstmal, ja, schön, dass ihr da seid. Wie geht's euch und wen hast du mitgebracht? Mir geht's gut, danke, cool, dass wir hier sind. Das ist Antonio, auch bekannt als Ayuni oder Tony Sanchez. So, Ayuni, du bist ja auch heute am Start, Newcomer, sage ich jetzt mal. Wann hören wir mal was von dir? Genau, Ayuni war mein Debüt-Tape, auch nochmal sexy. Alles selbst produziert und definitiv auch Albumniveau ist for free erhältlich über Facebook. Und Tatwaffe ist zweimal mit drauf, Gregpipe ist drauf. Es ist sehr, sehr gut, meiner Meinung nach. Und es ist auch mal was Neues, Freshes, Sexy-mäßiges. Das hört sich auf jeden Fall sehr, sehr krass selbstverliebt schon mal an. Also du hältst, was du versprichst. Mich interessiert auf jeden Fall krass deine Herkunft. Erzähl mal ein bisschen über Köln-Ports, weil es gibt die Bronx, es gibt Southampton, es gibt Harlem und es gibt Köln-Ports. Also Ladies and Gentlemen, Wie soll man sich, also für die Leute, die Köln-Ports nicht kennen, Köln-Ports vorstellen, wenn man da aufwächst? Denn du bist ja ein Kölscher Jung und bist da praktisch aufgewachsen. Ja. Also es gibt noch so einen Unterschied zwischen Köln und Ports tatsächlich. Ports, also so Portser erkennt man einfach an der Art und Weise. Die sind ein bisschen grober als Kölner. Aber ich sag mal so, wenn du ein Problem hast und sagst, Alter, guck mal, das Bett, das musst du in den fünften Stock, kannst du mir kurz helfen? Und das ist nur ein Nachbar, den du so vom Grüßen kennst, dann kommt er und sagt, ja, natürlich. Und dann siehst du so, oh Gott, der ist ja schon relativ alt, darf ich den überhaupt fragen? Und dann sagst du ihm, komm, wir holen noch einen, der sagt, nein, wir machen das jetzt. So sind die Porzer, ja. Und so zum Rappen damals war das halt super. Ich war auf der Schule in Zündorf, auf dem Gymnasium und wir haben uns den Schulhof geteilt mit Realschule und Hauptschule. Und in den Pausen waren wir halt alle auf einem Knubbel, alle zusammen, ja. Egal aus welcher Schicht, wie gebildet du warst, du musstest irgendwie lernen, miteinander klarzukommen. Und ich bin halt von meinen Eltern so aufgezogen worden, dass es mir egal war, wo jemand herkommt, wie viel Geld er hat, an was er glaubt. Das hat für mich alles keine Rolle gespielt. Wichtig war für mich, ist er cool oder nicht. Und deshalb habe ich mich relativ gut zurechtgefunden, hatte Freunde halt komplett auf allen drei Schulen. Und warst du quasi so ein Diplomat und hast... Das musste ich auch manchmal. Also ich habe auch schlimmere Sachen verhindert. Was zum Beispiel? Ja, also es war früher, es war so gang und gäbe, sag ich mal. Ich sag mal, ein Hauptschüler hatte ein Problem mit einem Gymnasiasten. Jetzt war der Hauptschüler aber nicht unbedingt stärker oder besser gebaut als der Gymnasiast. Ja, und dann hat er seinen großen Bruder gerufen, der gerade 3 Jahre gesessen hatte. Der kam einfach auf den Schulhof rauf. Früher hat noch keiner danach geguckt. Die Lehrer kamen immer, wenn alles vorbei war. Und es war wirklich so. Und dann kommt der große Bruder, hat gesessen und haut direkt drauf. Da gibt es kein Reden mehr oder sonst was. Und so Situationen gab es dann auch, wo ich dann halt jemanden kannte und sagen konnte, ey, tu mir den Gefallen, sag ihm bitte, er soll es lassen, weil der Typ ist echt in Ordnung. Und so Situationen gab es, aber es gab halt auch ein wirklich sehr gutes Zusammenleben zwischen den Kulturen. Ja, weil du warst halt auf engem Raum und gerade für Rapmusik, damals als ich angefangen habe, gab es ja kaum Rapmusik. Ne? Es gab Two Live Crew aus den USA, Public Enemy, NWA, Ice-T und dann war over. Und das wie alt warst du, als du das erste Mal mit Rap in Berührung gekommen bist? Wann hast du die ersten Tracks bewusst angefangen auswendig zu lernen? 15, 16, so. Ne? Das war Kassetten damals noch, ja. Und dann, ey, hör dir das an, Alex, hör dir das an. Es ist Two Live Crew, we want some pussy. Ich so, boah, klingt gut. Und dann, habe ich mir das Tape reingezogen und dann hast du natürlich erstmal die Sachen auswendig gelernt. Und auf diesem Schulhof mit ein paar hundert Schülern gab es irgendwie so 5 oder 10 Schüler, die das richtig gefeiert haben. Ne? Dann habe ich irgendwann angefangen, was Eigenes zu schreiben, auf Englisch natürlich damals.
Welcher war der Track, den du am häufigsten dir reingezogen hast? Den du wirklich so oft gegeben hast, der in Fleisch und Blut übergegangen ist, den du nie wieder vergessen wirst? Straight Outta Compton von NWA. Das Alright. Let's spit this shit. Also so ein kleines bisschen. Ein paar Lines, hast du ein paar Lines noch über, ganz kurz, damals. Straight Outta Compton, crazy motherfucker named Ice Cube, from a gang called Niggas with an Attitude. Das war Musik so, weißt du, die Probleme angesprochen hat, die darüber gesprochen hat, wie hart es ist, wie schön es sein könnte, was die Politik falsch macht und dieser ganze Mix aus Public Enemy, NWA, Two Life Crew, also Spaß haben, den Kopf benutzen, aber auch da sein, wenn es drauf ankommt. Das war halt so das, was mich zu Rap hingezogen hat eigentlich. Apropos Rap, im frühen Alter, also wie war das da auf dem Schulhof? Habt ihr da auch, weil du giltst ja auch als sehr guter Freestyler. Ich denke, ihr habt euch vielleicht da früher auch gebattelt. Ja, oder? Das war noch vor den Freestyles. Du musst dir vorstellen, das war, bevor es Jams gab, ja, hat man halt Rap so entdeckt. Und da ich früher auf dem Schulhof hieß es, ey, das ist der Rapper. Alex, rapp dir mal was vor. So ging das die ganze Zeit, ja, bis man echt gedacht hat, ey, scheiße, ich habe keinen Bock mehr. Ja, weil jeder, der kam, der Rap hörte, dem musste ich dann was vorrappen. Ja, und das mit dem Freestyle, das kam eigentlich erst nach der Schule. Also, weiß ich nicht, als ich 22 war, 20, irgendwie sowas, da kam es halt so, dass ich mitbekommen habe, ey, da gibt's Leute wie Torch, die rappen auch schon. Mhm. Und du wirst jetzt lachen, aber auch die Fantastischen Vier, so mit ihrem ersten Album, das war, glaube ich, auch 92 oder so. Mhm. Und das war damals, auch wenn ich die Mucke jetzt nicht so gefeiert habe, aber es war cool zu sehen, ey, da gibt es tatsächlich Leute, die sind bei einer Plattenfirma und bringen das jetzt auf Deutsch raus. Ja. Das war schon eine Motivation. Und dann halt dadurch, dass ich Leute wie Torch getroffen habe und andere Kölner, dass es dann die ersten Jams kamen, darüber bin ich dann zum Freestylen, weil ich dann gemerkt habe, ich kann halt auf Deutsch besser rappen als auf Englisch und ich kann es besser als die meisten, damals zumindest, ne? Also Freestyle ist auf jeden Fall ein heißes Thema an den Schulen und ich frage mal den Bro, Antonio, wie sieht's bei dir aus? Freestyle, hast du irgendwelche Tipps an die Jugend da draußen? Freestyle-technisch, ja okay, man braucht schon ein gewisses Talent dafür. Man muss definitiv routiniert sein, wenn man freestylen möchte. Man muss es auch üben, so wie der nette Tatwaffe das gesagt hat. Und wenn man am Ball bleibt, dann dürfte man das doch eingefleischt bekommen und ja, man könnte dann auch besser und besser werden. Sehr gut. Kommen wir auf jeden Fall jetzt erstmal zu deinem Namen. Könntest du mir in 2, 3 Sätzen sagen, wie du auf den Namen Tatwaffe gekommen bist? Das impliziert ja auch so eine gewisse Kriminalität. Du bist in Köln-Porz aufgewachsen und dann würde ich gerne von dir hören, wie kriminell du warst in deiner Vergangenheit oder beim Aufwachsen. Also erstmal der Name Tatwaffe, wie wir schon drüber gesprochen haben, ich bin ja schon was länger dabei. Für mich, klar, der Name muss hart klingen. Ja, ich bin groß geworden mit Public Enemy, Chuck D, MC Ren, Ice Cube, ja, klingt auf, wenn es übersetzen würde, Eiswürfel, okay, ja, aber Ice Cube, Ice Tea, Motherfucker. Yeah. So, und dann, ne, weißt du, ich war, am Anfang habe ich mich White Dope genannt, weiße Droge, ja, was für ein Schwachsinn. Alter. White Dope, du hieß White Dope. Ja, klar, aber das war, bevor mich irgendwer kannte, ja, das war unter uns Kumpels, ja, als noch kein Schwein Rap gehört hat. Und dann, irgendwann, als ich das halt ernst, wirklich für mich selber ernst genommen habe, wo ich wusste, das ist der Weg, den ich gehen will, habe ich überlegt, was ist ein guter Name und dann, meine Worte sind eine Waffe und ich bin halt auch nicht jemand, der, also ich rappe viel, ja, ich rede viel in meinen Raps, ich sage auch viel, aber so im Privaten, also man kann sehr viel Spaß mit mir haben, aber wenn wirklich Stress ist, dann bringt Reden oft nicht so viel und dann müssen manchmal Taten sprechen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, ey, das ist eigentlich eine gute Kombi, Tatwaffe. Und so ist mein Name entstanden. Und zu Kriminalität, wenn ich jetzt wirklich schwer kriminell gewesen wäre, würde ich jetzt wirklich gar nichts dazu sagen. Du hast es schon angedeutet, es gab Schlägereien, ein älterer Bruder wurde gerufen. Warst du schon mal in Schlägereien involviert oder erinnerst du dich an deine allererste Schlägerei? Hat man ja auch, wenn man jung ist, gerade in Köln-Porz. Ich erinnere mich an die erste, wo ich geblutet habe, ne? Das war auf dem Schulhof auch mit jemandem, mit dem ich später dann befreundet war. Früher war es ja oft so, du hast dich geprügelt, danach hattest du Respekt voreinander und bist dann hast du mit den Typen abgehangen. So war das früher bei uns. Und ich weiß, es war beim Fußballspielen auf dem Schulhof und der Typ hat irgendwie gegrätscht. Ich bin voll hingeflogen, bin aufgestanden, hab den umgepumpt.
Ja, und dann hat er mir mit seiner, er hatte früher noch so, gab es Jacken mit so schönen Reißverschlüssen hier vorne und hat mir dann volle eine gegeben mit der flachen Hand und dem Reißverschluss. Und der Reißverschluss ist mir volle hier rüber. Und dann habe ich erstmal einfach gemerkt, wie so Blut fliegt. Ja. Direkt Two-Face, ne? Also Riddler, Ja, Two-Face. genau. Und dann war ich kurz Two-Face. Und bevor ich mich noch groß aufregen konnte darüber, ja, kamen ältere Schüler und Schülerinnen. Hört auf, hört auf, hört auf. Ja, das war noch peinlicher so, weißt du? Du kassierst und willst eigentlich, okay, aber ich kann noch mal zurückhauen. Und naja, das Kon war. konntest du noch austeilen oder Nee, musstest du da dann waren ja lernen? schon 10 Leute dazwischen. Ja, du warst, ich, wie alt war ich? 12. Und da kamen so 18-Jährige, ja. Und dann, ne? Ja, genau, das war mein erstes. Und ja, ich habe so ein paar Schlägereien miterlebt, aber ich habe wirklich immer versucht, mich rauszuhalten, weil es bringt einfach nichts. Ne? Das ist wirklich die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und manchmal so bei den neuen Rappern frage ich mich auch, haben die wirklich schon mal gesehen, was passieren kann bei einer richtigen Schlägerei? Also wenn dann jemand dann im Krankenhaus liegt und die müssen Sachen zusammenflicken und es klappt nicht mehr so ganz und das Gesicht sieht anders aus, als es vorher war und so Sachen, das ist einfach, das muss einfach nicht sein, ja. Man muss ja auch dazu sagen, dass es auch, wenn man gerade ein Mann ist, der von sich selbst überzeugt ist, dass es auch am Ego kratzt, ne? Dass der männliche Stolz, wenn man ein Ja, bisschen klar. einstecken muss. Wie war das bei dir? Hast du das dann komplett weggesteckt und warst nach dem Motto, okay, Ja, ich warst du habe. gar nicht in dieser Opferposition, dass du dann Bock hattest, auszuteilen später? Das hat ja, also das hat ja mit dir selber immer zu tun, ne? Wenn du ne, ich sage immer, jemand, der richtig gut kassieren kann, ist fast genauso gut wie der richtig gut austeilen kann, ja? Und ich habe ja auch ausgeteilt. Ist ja nicht so, dass ich dann nur kassiert habe. Aber solange du mit dir selbst im Reinen bist, ja, kannst du auch gut damit leben, dass du eine Schlägerei verlierst. Das ist halt so die Frage, wie läuft das alles ab? Und wenn das irgendwie geordnet abläuft, du weißt, ihr trefft euch und ihr kloppt euch und dann ist es aber auch vorbei irgendwann. Da kommen nicht 10 Typen und treten auf einen drauf am Boden, wie das heutzutage ist. Und das war früher halt wirklich nicht so. Ne? Dann ist sogar der große Bruder gekommen und hat dem Kleinen gesagt, hallo, ist gut, der liegt da. Ja? Ist vorbei. Und ich finde, das hat auch was mit Ehre und Stolz zu tun, dass man sagen kann, okay, der Typ hat, ja, hat den besseren Schlag gehabt oder hat mich besser erwischt. Und dann ist man ruhig und hält den Ball flach, statt zu sagen, Jungs, kommt alle hier hin. Ja, weil das hat mit Ehre und Stolz nichts mehr zu tun, wenn du 10 Leute holen musst, um jemanden, mit dem du Stress hast, fertig zu machen. Weil so ein Anruf, ich bin mir sicher, das kannst du auch machen. Also du kannst es auch machen. Ich habe hier 20 Leute auf dem Telefon. Wenn wirklich Stress ist, dann kommen die ja, aber die würde ich niemals anrufen. Niemals. Nicht wegen sowas. Finde ich super, dass du so sagst. Und wir werden jetzt auch gerade langsam ein bisschen philosophisch, liebe Freunde. Und zwar, man muss auch ein guter Verlierer mal sein und auch einstecken können. Das ist ja genauso wie Scheitern ist ganz klar Teil des Erfolges. Ja. Es gibt keinen Erfolg ohne Scheitern. Genau. Ja, lass uns mal ein bisschen philosophisch bleiben. Wendepunkte in deinem Leben. Und zwar warst du schon mal irgendwie down und kannst es auch gerne in Verbindung bringen mit Rap. Und wie bist du dann hochgekommen? Also was hat dir geholfen, wieder in deine Kraft zu kommen, in deine Stärke zu kommen, wenn du wirklich mal am Boden warst im Leben? Und was waren so die Mittel oder wie hast du dich wieder gepusht? Wie hast du es wieder Kopf hoch und Brust raus und ich bin wieder da? Ist das positive Feedback, das ich gesammelt habe, trägt mich eigentlich über alle Niederlagen oder Downs oder so drüber. Also, weißt du, solange du irgendwie weißt, du hast was mit deiner Musik bewegt, ist eigentlich egal, ob du negatives Feedback auch bekommst. Und heute ist die Situation sowieso anders. Die Hälfte von den Hörern kennt mich, die andere Hälfte denkt, Tatwaffe hat seinen Namen bei Haftbefehl geklaut. Ja, und ich habe halt jetzt mit einer ganz neuen Situation zu tun, wo ich wieder neu zeigen muss, wer ich bin und was ich drauf habe, ja. Das war auch eine Herausforderung, ist wahrscheinlich. Genau. Viele Leute sagen zu mir, boah, Alter, du musst dich doch voll aufregen, wenn da steht, Haftbefehl, Strafzettel, jetzt kommt noch Tatwaffe, was ist das? Gut. Aber für mich ist das Motivation, das ist alles klar. Ich kann noch mal von neu gucken, wie gut ich bin, ja, weil klar, jeder Rapper denkt irgendwie, er ist der Beste so, ne, aber ich bin eigentlich sehr selbstkritisch so und weiß, ich kann manche Sachen am besten, aber es gibt andere Rapper, die können andere Sachen besser als ich. Ist einfach Was hältst du persönlich von Haftbefehl? Würde ich ihn schon erwähnen? Also es gibt Lieder von Haftbefehl, die feiere ich, ne? Also klar, alleine wie er die Beats pickt und so, da muss man Hut Welches ab. zum Beispiel ist jetzt dein Favorite? Mann, Chavos wissen, wer der Babo ist und frag mich nicht. Also und die Fresse, sie glänzt. Also wirklich gute Sachen und klar, ja.
Also der macht sein Ding, zieht das durch. Was ist klar, dass so eine Frage kommt. Was mich stört, sind diese ganzen Leute, die halt so Filme von Farid und Haftbefehl einfach nachfahren, ja. Das heißt so, okay, der macht das so, dann mache ich das auch so. Die klingen fast so, klauen sich zum Teil die Reime und Flow-Style. Und das ist für mich einfach scheiße so. Das ist einfach wack. Ja, das heißt, du hast keine eigene Persönlichkeit, du hast im Rap nichts zu suchen. Das könnte ich Haftbefehl oder Farid oder sowas nie sagen, weil die haben ihre eigene Marke, die haben ihren eigenen Style, kommen damit ins Game, bewähren sich, machen Kohle, alles cool. Ja. Wären wir mal noch ein bisschen philosophisch. Stellt euch vor, oder stell du dir mal vor, wenn du jetzt so 20 oder 30 Sekunden Zeit hättest, kurz vor der Menschheit zu sprechen, 8 Milliarden, weißt du, hören die jetzt zu. Und du hast jetzt kurz die Zeit, 8 Milliarden hören dir zu, was würdest du ihnen sagen? Also Tatwaffe, du bist wie du bist, was würdest du raushauen? Alter, das ist jetzt original mal so die asozialste Frage, die du einem stellen kannst aus dem Stegreif, muss ich jetzt mal sagen. Boah, guck mal, sind die 30 Sekunden um jetzt? Ja, die laufen, du hast noch, weißt du, 19, 18, kannst du auch mit deinen Augen funkeln. Wenn ich nur diese 20, 30 Sekunden hätte, würde ich mir vorher echt überlegen, was ich sage. Deshalb sollte ich jetzt am besten schweigen, weil in 20 Sekunden kann man auch viel Bullshit erzählen. Keine Ahnung, Mann. Köln-Ports, Weisheiten? Nein, gar keine Weisheiten. Eigentlich müsstest du wirklich auf die Philosophen zurückgehen und wieder sagen, so, ne, das, was du willst, dass man dir nicht tut, füge auch keinem anderen zu. Und so ein paar Prinzipien müsste man jetzt runterreiten. Aber lass uns mal beim nächsten Interview, stellst du mir die Frage nochmal und ich habe bis dahin so einen Achter, den ich dann rappe. Ja. Deal, läuft, auf jeden Fall, so machen wir das, 100 pro. So, welche deutschen Hip-Hop-Größen gefallen dir? Also auf persönlicher Ebene und menschlicher Ebene so, Echo auf jeden Fall. Echo zum Beispiel habe ich kennengelernt auf einer Echo-Verleihung vor langer Zeit. Da war Echo gerade mit Savage unterwegs. Und ich hatte gerade den Mega-Hit hier, Tu mir den Gefallen und bleib Gangster. Tu mir den Gefallen und bleib Gangster. Was heißt, ich mach genau das, was du denkst, klar. Steig in den Wagen, zeig mir die Straßen, Gangster will wir rasen. Wir sind die goldene Waschbecken, volle Taschen und ne waschechte Rolex. Tatwaffe und G-Star fahren Fiesta mit Comac. Gangster kommt zusammen und connecten, so wie die OPEC. Ladies sind crazy und shaken wie Jenny Lopez hier. Gangster will, da wo die Gangster chill, wie in einem Gangster-Film, in großen Gangster will. Das ist der Remix, der kommt in vollen Farben wie die Karibik. Denn Gangster gibt es überall, renn, wenn wir dich überfallen. Echo kam zu mir und meinte, ey, hi, Tatwaffe. Und ich so, ey, du bist doch Echo, ne, so ganz normal, zum ersten Mal kennengelernt. Und dann meint er zu mir, hör mal, ich habe hier vor, mit G-Style so einen Song zu machen. Ja, das wurde dann später sein Riesenhit noch. Und dann meinte er, ja, ist das in Ordnung, weil du hast den ja so ein bisschen ins Game gebracht. Und ich habe ihm gesagt, Alter, alleine, dass du fragst, macht das schon in Ordnung. Du kannst machen, was du willst. So habe ich ihn kennengelernt, als höflichen, bescheidenen Menschen, der nett ist. Und in meinen Augen hat er sich bis heute nicht verändert. Und ich halte gerne die Fahne für ihn hoch, auf jeden Fall. Und ich finde es auch super, wie er sich entwickelt hat, dass er jetzt so wirklich zu sich selber als Person findet, in seiner Musik auch. Harris ist sowieso ein super feiner Typ. Und so von den neuen Rappern, so Farid Bang, feiere ich viele Lieder. Ich mag halt einfach so die Punchlines, ja, das ist wirklich gut. Ich merke, der Typ sitzt da und überlegt und rotzt nicht irgendwas hin, ja, egal was andere sagen. Und ja, ansonsten gibt es viele Haftbefehl, wie gesagt, gibt es auch Lieder, die ich feiere. Und ich finde es gut, dass im Moment generell viel passiert in der Szene und dass es nicht nur diese Gangsterschiene gibt. Es gibt aber natürlich auch viele Rapper, die ich jetzt mir überhaupt nicht anhören kann. Ne? Crow muss ich jetzt hören, weil meine Kinder es hören. Ja? Ich sitze jetzt so jeden vierten, fünften Abend, Papa, mach mal da auf YouTube, mach mal da. Und dann geht's da los. Deine Kinder feiern Crow? Ja. Mein Chick is so bad. Mein Kleiner, habe ich dir auch erzählt, ja. Ne? Steht mein Kleiner, Adan, was geht, steht da vor mir und sagt, ey, Papa, film. Und dann meine Frau nimmt das Handy, filmt ihn und er, mein Chick is so bad. Ja? Und ist super witzig. Aber das finde ich gut. Also, ne, Rap-Musik sollte eigentlich alle Altersstufen ansprechen. Für jeden sollte was da sein. So war es auch am Anfang, ja? Dass du wirklich sagen konntest, diese Kultur, diese Bewegung hat so eine Vielfalt, dass für jeden was da ist und gleichzeitig vereint uns das alles, diese gemeinsame Bewegung und ja, und vor allem die Botschaft, ne? Egal was du bist, wo du herkommst, an was du glaubst. So, was uns natürlich alle brennt interessiert, Thema Zukunft, was steht an? Tatwaffe Solo-Album kommt,
Und ein neues Firma-Album kommt auch. Ich denke mal, ist das letzte, ist das siebte Album. Und dann haben wir, glaube ich, als Gruppe so ziemlich alles gesagt, was man sagen kann. Aber wer weiß, ich bin jetzt keiner, der sagt, das war es auf jeden Fall. Wenn es dann so ist, dann mache ich nochmal einen Aushang. Aber ja, da kommt auf jeden Fall einiges so. Titel des Albums und Features? Also mein Album wird Sternklar heißen, wie auch, genau, wie das Video, was schon draußen ist. Die Nacht ist sternklar, Leute, ich bin da, wo ich sein will. Ich sag euch, Träume werden wahr, mach du dein Ding und ich mache meins. Hier ist es nicht einfach, ich weiß, was es heißt. Die Nacht ist sternklar, Leute, ich bin da, wo ich sein will. Ich sag euch, Träume werden wahr, mach du dein Ding und ich mache meins. Hier ist es nicht einfach, ich weiß, was es heißt. Features, was dann draufkommt am Ende, muss man mal gucken. Was ich habe, sind Songs mit Echo, sehr schönes Ding über früher, die besten Momente heißt das. Und Bosca ist dabei, Freunde von Niemand. Born, Tami, also meine Jungs aus Köln. Wer ist noch dabei? Brenner ist dabei, Greg Pipe ist dabei. Und ich bin sicher, da kommt auch noch der eine oder andere dazu. Genau, und auf dem Firma-Album kann ich schon mal bestätigen, ich hoffe, das geht in Ordnung, Fader. Moses P. ist wieder dabei und alleine wie er anfängt, ist geil. Ich würde es am liebsten jetzt sagen und zitieren, aber mache ich jetzt nicht. Oh shit, ja. Es ist auf den Lippen, ich sehe es. Ja, ja, es ist auf jeden Fall geil. Alles klar, also richtig fokussiert wie ein Torpedo. Jawohl. Wir freuen uns drauf. Check das Album auf jeden Fall ab. Und ja, jetzt hat hier gerade Ayuni die Kellnerin ein bisschen schakalisiert. Wie heißt sie nochmal? Lena, magst du mal rüberkommen? Was, genau. Stell dich einfach mal hin oder komm zu mir hier. Und du kriegst das Mic. Erstmal mit Sicherheitsabstand. Ladies and Gentlemen, mit Sicherheitsabstand. Nee, das ist jetzt hinter den Kulissen. Das ist ein bisschen Making-of-Material. Das wollten wir jetzt ein bisschen filmen. Also live und direkt, Ayuni, let's go, hit that shit. Der Rap. Riddler trägt ein grünes Shirt, da hinten an der Bar chillte diese süße Girl, denn sie hat ständig Kummer, ich mach alles wieder gut, krieg ich deine Handy nochmal. Yeah. Tony Sanchez, Traumfrau Naomi Campbell, yeah. Egal ob Graham Branks oder Geist White, Nightlife, Tatwaffe, Ayuni, Drive-By. Nice. Sehr, sehr schön. Wie hat dir das gefallen? Sehr gut. War gut. Ja. Ich würde sagen, ihr trefft euch gleich wieder. Ne? Also geh schon mal die Handynummer für vorbereiten für unseren Ayuni. Ja, schön. Dankeschön, dass du da warst. Ja, ja, super. Kein Problem. Also, wir haben vorhin über Kollegen gesprochen, deine Kollegen. Und der Rap-Riddler wäre nicht der Rap-Riddler, wenn ich gezockt werden würde. Es gibt natürlich Rätsel. Und wir spielen jetzt ein ganz einfaches Spiel. Also macht euch frei, mental, brainstorm, Schlagwörter. Ich werde euch hier ein paar Karten zeigen. Ja. Und ihr sagt einfach direkt, was euch dazu einfällt, okay? So richtig brainstorming-mäßig. Also. Läuft. Let's go. Ich lege dir mal schön meine Karten hier hin. Boom, boom. Aber wollen wir mal nicht mit dem anfangen. So, fangen wir mal so an. Tomek, muss ich anrufen. Okay. Mike. Dschungelcamp-Skandal. Yeah. Alles klar. Und der nächste. Andersrum. Ricky Rose. Tatwaffe im Auto, hören wir nur Rick Ross. Ja. So, Savas, Ladies and Gentlemen. Ach, Savas. Lange nicht gesehen, fällt mir dazu nur ein. Lange nicht gesehen. Ist nicht so mein Ding. Oh. Kollege, beim Out for Fame zum ersten Mal kennengelernt und kurz mit ihm gequatscht. Vor dem Gespräch wollte mich sein Bodyguard wegschieben und sagte zu mir, keine Interviews. Dann habe ich dem Bodyguard gesagt, ich will kein Interview machen. Da hat er mich erstmal angeguckt und dann haben wir kurz gequatscht. War alles cool. War auch ein Comic-Fan wie ich. Ich habe auf meinem Tape einen Track mit Greg Pipe und Tatwaffe. Greg Pipe ist cool mit Separate und ich finde es nicht cool, dass Separate grundlos gegen Kollega schießt. An sich Separate super netter Kerl, aber Kollega ist Boss. So, wen haben wir denn hier? Ja, Mann. Ruhe in Frieden. Cooler als Tupac. Wow, große Ansage.
Ich habe meinen Namen von ihm geklaut. Haftbefehl, was geht? Für mich, ich höre keinen Deutschrap, für mich der beste deutsche Rapper eigentlich. So, wenn ich Deutschrap höre, dann Haftbefehl. Alright, alright. Mal gucken, was der Rapper da noch so am Start hat für euch. Okay, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Warte, ich erkenne gar nichts. Das Foto. Eminem sieht total fertig aus auf diesem Foto, muss ich mal kurz sagen. Hab ich gefeiert, fällt mir dazu nur ein. Hab ich auch gefeiert, zu hektisch. Aggressiv, keine Ahnung. Wer ist das? LG. Achso. Wer ist das? LG. LG. Bei LGs Foto denke ich, Gruß an Cupcakes. Pure Unterhaltung. Alright. Der wurde schon erwähnt? Ja, klar. Echo immer fresh. Sehr netter Typ, cooler Typ. Und wen haben wir denn hier? Flair. Meine Oma hat früher auch Kopftuch getragen, als sie noch gelebt hat. Und gebt euch mal Tammy, Flair, was ist los mit dir? Ganz guter Song. Keine Ahnung, Korb voller Karotten vor der Haustür. Oh, ladies and gentlemen, Flavor Flay. Ja, zu oft auf die Zeiger geguckt. Der hat ja so eine Show mit diesen Bitches, ne? Würde ich auch machen. So, ich liebe alle Frauen und ich liebe die Lena von der Bar. Die ist ganz süß. Das wissen wir auf jeden Fall. Würdest du das machen? Flavor Flav hatte ja damals diese Show mit den Bitches. K1 hat es mittlerweile auch nachgemacht im deutschen Fernsehen. Ganz viele Mädels, du alleine, der Bachelor. Ist das was für dich? Kommt auf die Gage an, ne? Also ich sag mal, wenn da 2 Mille drin sind und ich kann 1 Mille meiner Frau abgeben, dann sagt sie bestimmt auch, ist okay, mach das. Die eine oder keine, für keine andere Frau ging ich lieber in den Raum. Keine andere Frau trau ich mehr über den Weg. Es gibt keine andere Frau, mit der ich mich lieber schlafen leg. Immer für den guten Zweck, immer der Familienmensch. Ganz genau. So, hier. Ich bin da. Frauenarzt, alles klar. Okay, ja, ach, da fällt mir jetzt wenig zu ein. Außer, dass da dieser Arsch da hinten ist. Feier ich. Guter Arsch oder schlechter Arsch? Pflaumenarsch? Ist das ein Apfelarsch? Ist das ein guter Arsch? Das ist ein Arsch, den man in seiner Gesamtheit sehen müsste, um ihn zu beurteilen. So kann man sich schlecht ein Bild machen, finde ich. Aber da Frauenarzt ja so ein Frauenheld ist. Der wird schon wissen, was er da... Apfelpopo. Apple Butt. Der wird schon wissen, was er da genommen hat. Apple Butt, alles klar. Okay, und zu guter Letzt... Ladies and Gentlemen, Be tight. Be tight ist auf jeden Fall ein Spruch, den sich jeder zu Herzen nehmen sollte. Be tight, sei tight, ist cool. Aha! Alright, alles klar, korrekt. Das war's, das war das Game. Ihr habt's überstanden. Und ja, jetzt kommen wir einfach nur nochmal, ja, finde ich auch, einfach nur zu einem kleinen Fazit. Hast du noch so einen coolen 2-Zeiler, ja, 4-Zeiler, irgendwie, was abgeht. Ja. Spring ruhig auf, aber ich fahre keinen Zug. Ich brauche keine Crew, aber ich habe eine Crew. Tatwaffe, ihr wisst, was geht. Yeah, what's up? That's what's up. Perfekt, alles klar. Ich bedanke mich. War sehr geil mit euch, auf jeden Fall. Ich wünsche euch auf jeden Fall extrem viel Erfolg. Geht steil. Rockt die Bühnen und einfach viel Feedback. Ich will jetzt nicht sagen 100% viel gutes Feedback, weil du brauchst auch die Hater. Du lebst auch von den Hatern, deswegen wünsche ich dir auch ein paar Hater. Danke. In diesem Danke. Sinne, all the best, Rap Riddler Interview. Hater, wir haben es gerockt. So. Hater macht weiter. Haut rein. Ciao.